So, herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde des gepflegten Gruselsports. Wir sind hier wieder bei Let's Play Lucius und, was war das denn? Na, schnappen wir uns. Ah, neues Inventarobjekt. Ja, wir sind hier zurück bei Let's Play Lucius, Folge Nummer 9. Und das letzte Mal sind wir in der Wand hängen geblieben. Das heißt, wir starten jetzt mal hier runter Richtung, Richtung Mittag, Abendbrot. Hier, da wo alle die Weihnachtsparty machen. Hallo, mein Junge. Wahnsinns. So, ich kann auch nicht glauben, dass Agnes nicht mehr da ist. Ist ja wunderbar hier. Wir wollten nochmal rüber zum alten Mann. Da ist er doch. Stirb. Ja, der wird es nicht mehr lange machen. Quatschen wir den mal eben kurz voll hier. Spiel vorsichtig draußen. Der Boden kann sehr rutschig sein. Ach nee. Ehrlich. Oh Mist. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein. Das schaffst du doch, oder? Sollen wir jetzt wirklich den Wein holen? Wo gab's den denn nochmal? Wo war denn dieser verkackte Weinkeller? Was war hier? Hier hatten wir doch gerade irgendwo was. Warte kurz, Lucius. Ich bin gerade beschäftigt. Ja. Hier war er nicht. Ich glaube, den gibt's echt im Weinkeller. Da starten wir mal eben hin. Wenn wir den denn finden. Das sieht nicht nach Keller aus. Hier geht's wieder hoch. Lalalala. Durch die Bibliothek. Oh, hier waren wir gerade auch. War das hier hinten irgendwo? Nee. Mist. Schauen wir eben kurz auf die Karte. Hier sind wir, Bibliothek. Okay, Essen. Garage. Da unten, hier ist doch der Weinkeller. Das heißt, wir gehen jetzt gleich rechts und dann runter. Gut. Karte weg. So. Rechts. Ja, das lief ja hervorragend. Noch ein Stückchen weiter hier. Ja, das sieht gut aus. Bum, bum. Bum, bum. Steh auf dem Kopf, Kreuz. La, 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 la. Ja, hier sind wir letztes Mal grandios in der Wand hängen geblieben. Und haben dann einen Moonwalk gemacht vom Feinsten. Aber das gehört halt auch zum Spiel dazu. Was ist denn hier? Okay. Ach nee. Spinnenweben. Gibt's hier den 33er Wein? Wein. Oh. Ein geheimer Ort. Was hat denn hier? Ja. Nicht angezündete Kerzen. Ach nee. Ja, hier hängen die Kreuze wenigstens richtig rum. Oh, das war ja blöd. So. Dippidippi. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Pillen aufgesammelt. Ob wir die brauchen. Hier ist auch nichts. Was ist denn hier hinten noch? Das sah doch gut aus. Guck mal, das ist da so eine kleine Schatzkiste. Oh, verriegelt. Schau mal kurz ins Inventar. Hab ich leider nicht. Schade, schade, schade. Was war das hier? Ein Glas Rattengift. Rattengift, das hatten wir doch schon mal, oder? Vertue ich mich da gerade. Inventar schließen. Nun ja.
Zurück zum Weinkeller. Denn wir brauchen ja immer noch hier den guten 33er für den alten Schnappotrinker. So. Weiß es nicht. Ach ne, guck an. Kommen wir da so dran? Na, komm. Ja, sehr schön. Ja, mitnehmen ist schon gut. So. Das war doch eine Tortur hier. Ich hätte ja Lust, ein bisschen da zu spielen. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, da werde ich wohl nicht mehr zu kommen. So. La 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 la. Alastair, Jesa, bitteschön. In meinem Zimmer wartet ein Geschenk auf mich. Das ist natürlich geil. Aber was wir jetzt erstmal machen wollen, wir gehen nochmal nach draußen hier. Und das haben wir gesehen. Das Ding werden wir wahrscheinlich abbrechen können. Oder? Was hier? Kabel? Kabel! Kabel. Was ist mit dem Licht? Aktualisierung im Notizblock. Womit kann man Wasser transportieren, ohne dabei Verdacht zu erregen? Mit einer Flasche Wasser? Mit einer leeren Flasche Wein? Warte mal, was haben wir denn im Inventar hier? Flasche mit tödlichem Gift. Mit der bestimmt. Was haben wir hier? Eine leere Wasserflasche. Ja, läuft doch. Gut, dann brauchen wir noch Wasser wahrscheinlich. Und das kriegen wir, denke ich mal, auf dem Klo. Auf dem Klo hier geradeaus rechts und dann wieder rechts. Zack. Hier einmal durch, bitte. Warum machen die eigentlich hier Weihnachtsparty ohne mich? Das ist schon ein bisschen unverschämt, oder? So. Inventar. Schnappen wir uns die Wasserflasche. Und füllen die einmal auf. La 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 la. Der alte Mann muss sterben. Und das ziemlich fix. Es schöpft sowieso keinen Verdacht, dass ich hier die ganze Zeit durch, rausrenne, reinrenne und das Licht an- und ausknipse. So. Das heißt, er muss hier irgendwo ausrutschen. Schnappen wir uns mal die Flasche her. Guck an. Dann machen wir das Licht nochmal aus. Na? Was ist bloß mit dem Licht? Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, bis dieser alte Herr hier vorbeikommt. Damit für unsere... Ne, da, die zwei, die brauchen wir. Damit reißen wir das dann ab, oder? Da ist er doch. Wahnsinns, beweg dich mal ein bisschen schneller hier. Okay, Lucius. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Was weiß ich, wie es deinem kleinen Kumpel geht? Dann solltest du vielleicht mal aus der Hose rausziehen. Siehst du, wie es ihm geht. Uff. Ha! Guck an! Ja, mach ich. Hier hast du deine Hilfe. Eiszapfen, brich ab! Oh. Es ging ins Auge. Das ging ins Auge. Und ich werde mächtiger und mächtiger. Thank you.
Mr. Wagner, ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen in Dente Manor stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? 5 Tode in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren. Winter Hill Police Department? Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien. Aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss das aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechsträhne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen. Meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, sie erfahren es nie, wenn sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken. Oho, Beef. Detective McGuffin! Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall hier auf dem Wagner-Anwesen. Ich habe da ein paar Fragen über die Serie ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu. Lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind nette Leute und sie brauchen Zeit, wegen ihrer Verluste. Klar? Wenn ich Sie noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich Sie. Verstanden? Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder ein Vorhängeschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Charles, hatte scheinbar eine Affäre mit zweien der Dienstmädchen. Eine fand es wohl heraus und war darüber nicht glücklich. Was sie nur in diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte ich weiß nicht was in seinem dreckigen kleinen Filmstudio an. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig. Und das ist auch gut so. Verhängnisvolle Affäre, 3. Januar 1973. So. Moinsens. Mal wieder aufgestanden hier. Oh, Alistair, ja, ausgerutscht und tot. Gut. Warte mal, halt. Ich sollte mich nach einer Lösung umschauen. Es fehlt die Feinabstimmung. Ach so. Ja, gut. Hausmädchen Jovita, sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft.